Apropos britischer, ja, wie drückt man das denn aus? Unterhaltung, sag ich mal. Wir hatten letztens Kunstunterricht und ja, ich gehe noch zur Schule und da hatten wir die letzte Unterrichtsstunde, also das letzte Mal Kunst, weil wir im zweiten Halbjahr Musik bekommen. Es wechselt sich halt immer so ab, das wird halt dual unterrichtet. Und ja, dann hatte unser Lehrer sich dann irgendwie überlegt, was können wir denn so machen, damit das halt die letzte Stunde nochmal cool ist. Dann haben wir gesagt, ja, gucken wir doch mal einen Film. Und dann haben ein paar von uns halt einen Film mitgebracht. Und er hat schon ganz am Anfang so gesagt, okay, pass auf, keine Gewaltfilme, also keine gewaltverherrlichende Filme, keine sexistischen Filme, Analyse der Zusammenhänge und was weiß ich, was er da noch alles aufgezählt hatte. Er wollte da irgendwie sowas Labym oder irgendwie so ein Scheiß da gucken. Und was. der erste Film, den wir reingeschoben haben, Hangover. Ja. Ja, und da geht's schon gleich los. Er so, ja, ausmachen. Der zweite Film, Hangover 2. Ja, ist das dasselbe? Nee, das ist anders. Wir machen den an, gleich die Szene ausmachen. So, danach kam, was kam dann? Feiert ab. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Auch gleich am Anfang richtig sexistisch ausmachen. Und dann hat er gesagt, ja, guckt ihr denn nichts anderes außer diesen Scheiß? Und dann hatte da irgendjemand von uns so einen Actionfilm. Und gleich die erste Szene war, wo sie eine Bank überfallen. Und dann war die Stunde vorbei, er hat den Film ausgemacht. Ja gut, wenn man solche Kriterien setzt, dann muss man auch erwarten, dass genau das Gegenteil passiert. Ja, es war ganz lustig eigentlich. Das glaube ich. Wir haben in der Berufsschule letztens, also gut vor einem Jahr ungefähr, mal Borat angeschaut. Den wollte ich auch mal gucken, aber bin irgendwie nie dazu gekommen. Ja, wir sind nicht wirklich zum Schauen gekommen, weil der Lehrer immer alle 5 Minuten irgendwas dazu gelabert hat. Das war ein bisschen nervig. Ich hasse solche Typen. Ja, der meinte dann, dass der Film muss jetzt unbedingt irgendwas vermitteln. Ja, Hangover 2 vermittelt auch. Ja, wie man am besten Kater los wird oder einen Tiger aus dem Bart bekommt bei Hangover 1. Obwohl ich ihn zwar nicht gesehen habe, muss ich sagen. Du hast Wollte zwei ich nicht mir aber. gesehen? Oh, das musst du nachholen, auf aller jeden Fall, dass das Ja, muss. wollte ich auf jeden Fall mal anschauen nochmal. Wenn ich mal auf DVD irgendwo sehe, kaufe ich mir mal. Genauso wie Mission Impossible 4 und Flucht der Karibik 4 wollte ich ihn, muss ich mir unbedingt mal anschauen. Kinox.io. Nee, da bin ich nicht so der Fan von. Ich habe jetzt nichts gegen Raubkopierer an sich, aber seit ich das Geld selber verdiene, kaufe ich mir das Zeug irgendwie lieber selber. Das sagst Mit du. Spielen das gleiche. Da habe ich irgendwie mehr von dann. Finde ich jetzt. Jetzt mal eine blöde Frage, wo ist mein Schiff überhaupt? Ach, da. Verschwundenes Schiff. Ne, kann ja sein, dass Hector irgendwie das angegriffen hat und ich habe das hier so leise, dass ich das irgendwie nicht mitgekriegt habe. So, pass Ja, auf. nicht, dass irgendwo ein Felsen aus dem Wasser ragt oder so. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da unten. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen planlos, fällt mir gerade so auf. Was wollte ich Versuchen, jetzt eigentlich bauen? Ingenieure zu kriegen. Ja, ich wollte gerade hier unten eigentlich eine Gewürzproduktion aufbauen, das habe ich aber irgendwie wieder verpeilt jetzt. Apropos Produktion, eigentlich müsste ich doch jetzt auch langsam auf Ingenieure kommen, oder? Lifestyle? Ah ja, ich produziere noch gar keine Kommunikatoren. Kommunikatoren. Ah ja, ich wollte hier erstmal eine Betonproduktion aufbauen, genau, das war's. Aber dafür brauche ich Werkzeug. Ernüchternde Feststellung. Das mit der Energieversorgung regt mich auch System. langsam auf. Ja, ich habe da auf der Hauptinsel keine Probleme mit einem Kohlekraftwerk. Das ist der Vorteil an Tycoons. Ein Kohlekraftwerk? Ja. Jo, ich habe gerade keine Ahnung, wie viele, 7, 8 Krafträder, die produzieren jeweils 15. Ja, und ich produziere mit einem Kohlekraftwerk 60. Also effektiver ist es auf jeden Fall, aber ob es halt umweltverträglicher ist, ist die andere Frage. Gut, besser als ein Atomkraftwerk, wenn es in die Luft geht, sagen wir es mal so. Ja, aber in Anno. In echt kann Atomkraftwerk gar nicht in die Luft gehen, zumindest nicht in Deutschland. Ich hasse diese Bewegung, diese Öko-Bewegung, das ist alles so hohl. Atomkraftwerk, vielleicht sind jetzt irgendwelche von deinen Abonnenten dabei, ich will euch nicht angreifen, ihr vertretet eure Meinung, das finde ich ja toll. Aber ich bitte euch, in Deutschland kann ein Atomkraftwerk, vielleicht wenn wir in Krieg kommen und da fliegt keine Ahnung, irgendwas rein, dann vielleicht. Aber doch jetzt kann es gar nicht passieren. Wir haben die sichersten Orte der ganzen Welt in Deutschland.
Und auch wenn ihr jetzt so, hier in Schwaben ist da irgendwo eins, Schwaben, wie auch immer, da sind sogar zwei und da sagen alle, ja, das ist total gefährlich und so. Das kann ja nicht gefährlich sein. Da muss schon richtig, da muss das komplette System ausfallen, das kann aber nicht ausfallen. Und genauso doof ist diese Kohlekraftwerke aus. Da sind solche Filter drin, das merkst du gar nicht an CO2-Ausstoß, was da in die Luft kommt. Das wird nochmal extra verbrannt und das Verbrannte wird dann verbrannt. Und von dem Verbrannten wird das gefiltert und dann kommt gar nichts mehr. Also das einzige Problem, was an Atomkraftwerken ist, gebe ich ja auch zu, das ist halt der Müll, der irgendwie kommt. Aber wenn man das irgendwo in, keine Ahnung, in den tiefen Venezuelas lagern kann, ist es doch alles perfekt. Also. Ja gut, aber die Typen in Venezuela werden da wahrscheinlich anders drüber denken. Ja, die Typen in Venezuela, irgendwelche U-Einwohner oder... Ich will jetzt ja nicht ausfallend werden, aber... Ja, aber so, so Denkweisen weiß ich ja auch nicht immer. Sind, naja... Ich glaube in den wie nennt man das eigentlich? Venezuelanern oder wie? Keine Ahnung. Ich würde sagen Venezuelaner. Ja, ist ja wurscht. Aber da sollte man dann auch schon drauf schauen, dass man nicht zum Nachteil von irgendwelchen anderen Völkern wirtschaftet. Das ist ja auch nicht so das Wahre. So hat man dann auch schon ganze Zivilisationen zerstört. Ja, das stimmt. Muss ja auch nicht jetzt sein. Da sollte man schon immer ein bisschen drauf schauen, dass man... wenn dann den eigenen Nachteil hat und nicht den auf irgendwelche anderen Völker abschiebt. Das einzige Problem, was wir jetzt so allgemein wirtschaftlich oder auch energietechnisch haben, sind einfach die Ölkonzerne. Die gehen da bei jedem neuen Fortschritt, sei es Solartechnik oder so, gehen die da mit Milliarden dazwischen, weil sie einfach ihr Öl verkaufen wollen. Deswegen. Ja, das ist aber nicht unbedingt ein Problem der Öl- und Energiekonzerne an sich, das ist mehr das Problem Geld. Geld? Du meinst? Weil jeder nur schaut, möglichst viel Gewinn aus seinen Unternehmungen zu schlagen und dann das Risikobewusstsein oder was auch immer auf der Strecke bleibt. Ja. Und das vernünftige Denken vor allem. Desert Tech. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Das ist ja auch ein ganz cooles Projekt, wo sie einfach riesige Teile der Sahara zukleistern wollen. Und da sind jetzt auch wieder die Ölkonzerne dazwischen gegangen und haben das irgendwie... Ach, die mit Solar dann, oder? Mhm. Ja, das wäre ja an sich eine tolle Nutzung, weil die Wüste kann man ja so auch nicht nutzen. Genau. Und das würde nicht nur komplett Europa eigentlich mit Strom versorgen, sondern das wird auch noch die ganze Wirtschaft da in Libyen und Sudan und diesen ganzen kaputten Ländern würde das alles ankurbeln und das würde total viele Jobs schaffen und richtig viele Perspektiven und so. Das wäre eigentlich das perfekte Mittel. Da müssten halt nur irgendwelche Investoren rangehen, aber die gibt es leider noch nicht so. Ja, und natürlich ist es klar, weil da will keiner den Ölkonzern dazwischen funken. Mhm. Das ist ja auch mit dem Sprit das gleiche. Ich weiß nicht, ob du da schon betroffen bist von Benzinkosten. Ja, mein Vater regt sich darüber auf, also... Ja, wenn du irgendwann selber mal ein Auto hast, dann wirst du merken, dass das verdammt teuer ist. Nee, ich mache jetzt Führerschein bald und das... Ja, dann merkt man das spätestens irgendwann mal, dass das verdammt teuer wird mit der Zeit. Mhm. Motorradführerschein, also... Ja, das ist beim Motorrad auch schon so, obwohl es noch nicht so einen Verbrauch hat. Aber mit dem Auto merkt man es dann spätestens, wenn man dann in die Arbeit muss mit dem Auto. Oh Gott. Mhm. Weil meine Arbeitsstelle ist ja 25 Kilometer von mir weg. Mhm. Und da fährt man halt doch dann auch schon ein bisschen was zusammen. Ja, das glaube ich. Weil da kann man nicht einfach irgendwo... Bei uns auf dem bayerischen Land ist das ja nicht so, dass man da eine gute öffentliche Verkehrsverbindung hätte wie in der Stadt. Mhm. Da müsste ich, wenn ich Feierabend habe, eine Dreiviertelstunde auf den nächsten Bus warten und dann nochmal ewig auf den Zug. Also das ist nicht so das Wahre. Das bedenken ja die meisten, die über sich über sowas aufregen, dass man keinen Bus nutzt und so, bedenken die ja gar nicht, die meisten. Dass so eine Verbindung einfach nicht da ist bei manchen. Ja. Du mal eine Frage, ja? Die ganzen Scanner-Einheiten, ist das dein Auftrag oder? Welche Scanner-Einheiten? Neben der Insel von Tor Strindberg, also. Weil mein Auftrag ist es, glaube ich, nicht. Ich muss jetzt eh mal zum Strindberg, weil ich von dem einen Auftrag bekomme. Nee, ich meine nicht die Hauptinsel von dem, sondern die Insel, die so in meinem Sektor ist.
Ich sehe da gar keine Scan-Einheiten. Hä? Ist ein Auftrag, ist es denn dann? Puh, keine Ahnung. Also ich habe jetzt jedenfalls... Ich muss irgendwas vom Strindberg annehmen. Eine Lieferung. Und ich brauche ein Wahrheitsministerium. Das hört sich für mich sowas von falsch an, wie damals in der Sowjetunion. Ja. Das hört sich an wie ein Überbegriff für ein Propagandaministerium. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich muss jetzt unbedingt mal eine Werft produzieren. Eine Werft bauen. Werft produzieren. Wir brauchen noch eine Werft. Produziert mal. So, pass auf, ich kann jetzt, glaube ich, aufsteigen. Was kann ich? Yay! Aber die Eco-Städte schauen schon cool aus mit den ganzen Bäumen. Mhm. Dem allen. Die Tycoon-Städte sind da zwar auch recht cool, aber sind halt alles ein bisschen industrieller ausgerichtet. Es ist durchaus ein Risiko, so, pass auf. Aufgabe anzuvertrauen. 3, 2, 1. Yay. Hey, ich darf schmuggeln. Ach so, doch, die Scan-Einheiten gehören zu mir. Okay. Bringen Sie die Lieferung zum bereitgestellten Fahrzeug, ohne dass Scan-Einheiten Sie entdecken. Ja, wie soll ich das jetzt anstellen? Du musst da halt... ein bisschen nah ranfahren und dieser grüne Ring, der um die Scanner-Einheiten sind, da darf dein Schiff irgendwie nicht reinkommen. Mal schauen, ob ich das irgendwie zusammenkriege. Hier kurz ein U-Boot vom Devi. Wo ist denn der überhaupt? Der Devi ist links überm Strindberg. Kurz unterm Trenchcoat. Ah, okay. Das ist fast von der ganzen Karte der Punkt, den ich noch nicht entdeckt habe. Ja, ich habe eigentlich auch schon jetzt einen Großteil von den Ding von den NPCs entdeckt. Was brauchen die jetzt eigentlich hier? Fastfood-Gelumpe und Kunststoff. Ah ja, okay. Da ist gerade ein grünes Boot zu meiner Insel unterwegs. Ich glaube, das ist der Devi. Ja, das ist der Devi. Der Devi. Und die ganzen Handelsrouten alles. Cool. Und ich werde jetzt gleich mal meinen Hafen aufrüsten. Swan kommt auch gerade an. Und ich könnte hier mal Bauzahlen verkaufen ist nicht gut. Brauche ich noch. Aber erstmal brauche ich Beton. Aber da habe ich ja momentan eh genug davon. Oh, scheiß Idee. Nicht gut. Schnell weg. Was ist denn jetzt gemacht? Ich war gerade mitten. Ach du Scheiße, schnell weg. In der Nähe von Hector. Ach so. Dachte, du darfst da durchfahren? Nicht mehr. Ach so. Ja, das ist dann doof. So, mal eine Fleischproduktion aufbauen hier, dass die ihre McDonald's-Tüten bekommen da. Haben wir eigentlich, spielen wir auch mit Hiro Ebashi, dem Unterwasser-Typ? Ja, ich glaube, dass du den eingestellt hast, ja. Also wird sicher irgendwann noch folgen mit Unterwasserzeug, oder? Das ist schon eine Stunde her, also kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja, ich glaube, den hast du eingestellt gehabt. Okay. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Warnung. Ich werde jetzt mal Tech... Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Freischalten. So, dann baue ich mal hier noch, oh Gott, jetzt habe ich keinen Platz mehr für die Ding, für die Farmen, für die Fastfood-Produktionsdings. Für die Ding. Ja, Ding ist mein Lieblingswort. Ja. Ich finde Dingsbums noch geiler. Ja, ich weiß nicht, was ihr da oben für solche Wörter benutzt. Allein schon ihr da oben. Ja, das ist ja an sich gesehen eine... geografische Gegebenheit, oder? Dass ihr da oben seid und mir da unten. Ja, und Hector greift gerade meinen Wachturm an. Aber jetzt kommt mein Kommandoschiff und... Ja, das ist... gewinn ich. Was hast du da? Ach, das ist eine Eco-Schiffswerft. Die sieht da cool aus. Na, ich finde die von den Tycoons besser. Ja, die ist so riesig. Das finde ich ja cool. Ich weiß schon, du bist mir so der Tycoon-Typ. Mhm. Jetzt müssen wir uns halt mit den Gegensätzen auseinandersetzen, weil ich spiele lieber als... Ich bin mehr so der Eco-Typ. So, ich brauche jetzt unbedingt Beton. Irgendwie auch wieder sehr sinnvoll, dass ich eine Betonproduktion ohne Betonproduktion aufgebaut habe. Du hast eine Betonproduktion ohne Betonproduktion? Ja, ich habe das letzte Ding, die Betonfabrik, vergessen. Ach so. Deswegen war das jetzt irgendwie doof.